Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Bioshock. Ja, das Spiel neigt sich so langsam dem Ende zu. Ein paar Abschnitte haben wir noch. Wir müssen zum Beispiel noch eine Pheromonpulle finden hier in... Moment. So. So. Im Little Wonders Erziehungsheim. In der Erziehungsanstalt der Little Sisters. Wir müssen uns nicht mehr um versteckte... Audio-Tagebücher kümmern. Oha. Aber um Sicherheitskameras müssen wir uns noch kümmern. Und da ist ein Fläschchen mit Pheromonen. Das heißt, wir haben alles. Und das war's. Jawohl. Jetzt bist du ein Big Daddy. Bist du bereit? Dann geh jetzt zum Lüftungsschacht der Little Sisters bei den Proving Grounds. Okay, aber erst will ich... Aber so, John, ich will nicht auf den Tisch. Und ich verfüge über das Adam. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich Angst vor deinem Blankanzug habe, oder? Ah, vielleicht. Papa Suchong, ich will nicht auf den... Oh mein Gott, ja, die mussten die Schnecke ja irgendwie in die Mädchen reinkriegen. Es ist schon ein bisschen krank, aber okay. Warum streuen jetzt hier diese ganzen Splicer rum, ey? Das ist doch nicht wahr. Und warum laufen die immer von mir weg? Ey, sag mal, langsam reicht's mir mit euch. Hier ist noch irgendwo ein zweiter Splicer. Ich habe es gerade... gesehen. So. Also. Der Little Sisters Schacht bei den Proving Grounds. Ja. Erstmal nehme ich hier alles mit. Und dann schauen wir mal. Das kann ja nicht so weit weg sein. Mal vielleicht mal ins Obergeschoss gehen. So. Anscheinend nicht. Also jetzt muss ich hier runter. Und dann hier und dann hier. Ich muss doch hier durch. Ah, hier kann man durchklettern. Okay. Gut. Okay. Ja, ob ich ein Mensch oder ein Sklave bin? Ja, das hat er mich auch irgendwie gefragt. Naja. Du musst sie aus ihrem Versteck locken, dann werden sie dir die Tür öffnen. Los jetzt, schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Es beginnt jetzt ein sehr beschissener Part. Escort-Mission. Jawohl, das Licht, wenn das Licht über so einem Lüftungsschacht grün ist, dann ist der aktiviert. Und wir müssen auf die Little Sister aufpassen. Es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Mädchen. Ja, ja, das sagst du so leicht. Ja, wenn wir durch dieses Tor hier treten, beginnt eine Escort-Mission. Wir sehen uns dann gleich auf der anderen Seite. So, da sind wir dann. Die Kleinen werden dich sofort entführen, aber du musst ihr Beschützer sein. Ja, ja, versteht sich von selbst. Wo bist du denn? Da bist du. Ja, wir müssen ihr Beschützer sein. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass ihr nichts passiert. Aber du erinnerst dich an das meiste ja sowieso nicht mehr. Ich habe dich als kleines Kind in ein Boot gesetzt. Ich bin soweit. So, sobald man an diesen Dingern vorbeikommt, aktiviert sich der Lüftungsschacht. Ja, die Little Sister kann sterben. Und wir müssen uns dann eine neue holen. So grausam es klingt, wir müssen uns dann Ersatz beschaffen. Und ja. Komm, Mr. Bubbles. Oh Gott, was geht ab? Wo geht was ab? Irgendwo geht was ab. Hier unten. Komm, gehen wir. Oh mein Gott, hier ist irgendwas am Start. Irgendwas passiert hier. Irgendwer verfolgt uns. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ja, ich will ja gehen, aber du musst mir auch die Tür aufmachen. Dankeschön. Ich mag den Ort hier überhaupt nicht, wirklich. Ich bin so weit. In der Story über meine Frau und mein Kind habe ich dich reingelegt. Oh, meine arme Moira. Oh, mein kleines Baby Patrick. Komm, Mr. Bubbles. Vielleicht lege ich mir eines Tages wirklich eine Familie zu. Dann kann man euch blöd mit
Fontaine ist echt ein Spasti. Ja, ich mach ihn doch kaputt. Keine Angst. Hey, nicht heilen. Heilen ist nicht. Ja, heilen steht nicht auf meinem Plan. Bam. Ist was alles? Oh mein Gott. Ich höre doch jemanden. Naja. Ja, wir müssen... Das sind die Little Sisters Training Grounds. Oh, da. Das sind die Training Grounds. Hier werden die Little Sisters ausgebildet und ihnen wird beigebracht, ey, du solltest tot sein. Meine Güte. Hier werden ihnen beigebracht, wie man Engel aussaugt und alles Mögliche und ja. Ja, wie wird... Adam. Also, ihr Sammeltrieb ist immer noch drin, deswegen sammelt sie auch Adam und wir müssen die beschützen. Und ja, wir hören schon die ganzen... Ja, und die Little Sisters, greifen die nur die Little Sisters an und, du bist so weit? Ja, du bist ein sehr braves Mädchen. So. Ja, wir müssen die Little Sister beschützen. Ja, bist du fertig? Gut, schön. Das freut mich sehr. Ich nehme schon mal... Moment. Ich nehme schon mal das hier mit. Nur zur Sicherheit, ne? Du weißt Bescheid. Kannst ein bisschen schneller gehen? Vielleicht. Kleines Stück. Sehr schön. Ist das jetzt aktiviert hier? Ja, du bist soweit. Du latsch ganz schön langsam, mein Fräulein. Bin froh, wenn der Abschnitt hier hinter mich gebracht ist. Warum nicht? Warum hacke ich das Ding hier einfach nicht? Das ist doch nicht schlecht. Wir haben noch Auto-Hacker, die können wir auch noch verballern. Wir sind nämlich am Ende des Spiels. Oh mein Gott! Ich bin an der Kamera vorbeigelaufen, aber hab sie nicht bemerkt. Ja, ich bin auch so weit. Oh mein Gott. Ach, ich würde gerne... Oh, Mr. B. Wie sieht's vor? Die Ernte wird bestimmt die Spleißer herlocken. Der Engel da sieht aus, als ob er tanzt. Zeig euch gleich was. Stopp hier das Maul! Du wirst ihn nicht kriegen. Ey! Ja, das stimmt allerdings. Ey! Ich lasse euch nicht dran und wenn ich dafür Schaden einstecken muss. Gehen wir? Bist du fertig? Okay, mein Flammenwerferbot, der beschützt mich von der Seite. So. Ja, die Little Sister heilen kann man leider nicht. Aber, das macht nichts. Also, das macht schon was. Ich fände es besser, wenn man die heilen könnte, aber... Oh, oh. Nein, er tut dir nicht weh. Ich hack es und dann hilft er uns. Und das ist die letzte Tür. Wir haben es tatsächlich geschafft, ohne eine Little Sister zu verlieren. Großartig. Ich bin sehr stolz auf mich. Ja, ich bin auch dafür. Wir gehen. Und da oben sehen wir ein Big Daddy. Ja.
Das ist der letzte Big Daddy im Spiel. Er hat keine Little Sister. Wir haben eine. Und der Knight frisst ihn auf. Und er will uns ans Leder. Und deshalb... Oh. Scheiße, ich habe die Little Sister verloren. Das ist sehr brutal, aber sie ist tot. Ja, es tut mir auch sehr leid. Ich habe das Geschütz hier nicht gesehen. Das ist so unfair platziert. Hier liegt noch ein toter Big Daddy. Ja, ich bin doch soweit. Komm. Komm, hier bin ich. Ja, los. Geh du voran. Oh mein Gott. Wo? Ich sehe kein Geschütz. Da. Piss dich. Lass die Little Sister in Ruhe. Ich schwör's euch. So, wo bist du? Da bist du. Oh oh. Ich hätte das eigentlich hacken können. Aber erstmal die Splicer loswerden, indem ich den ganzen See hier seppe. Ey! Nicht reinlaufen! Kind! Warum leuchtest du so komisch? Naja, egal. Bleib ein bisschen zu träumen, Mr. B. Ich bin soweit. Ja, ich bin auch soweit. Oh, ich würde gerne die Umgebung ein bisschen mehr abchecken. Oh mein Gott! Komm, Mr. Bubbles! Okay, vielleicht sollte ich das Ding hier hacken. Dann haben wir einen kleinen Roboterkumpel. Ich bin auch soweit. Wo bist denn du überhaupt? Ach, da! Deswegen konnte ich mich auch nicht von der Stelle bewegen, weil du mir im Weg standst. So. Wow. Autohacker. Sehr gut. Boah, krass, ey. Ja, ich will gehen. Du stehst mir nur im Weg. Ich komme hier nicht weg. Ach, verdammt, jetzt auch noch das, ey. Ja, die Splicer sollen nur kommen. Ich habe einen Roboterkumpel. Na, wo kommt ihr? Da seien sie schon. Pisst euch! Alle! Sehr gut. Bist du fertig? Ja, dann lauf! Ja, die kommen alle von da, so wie es aussieht. Ah! Was? Wieso das denn? Ach, das war mein... Na toll. Verdammte Scheiße. Ich sollte das Tonikum ablegen bei der Mission, dass mich keine Elektrizität mehr durchströmt. Das ist jetzt schon das zweite Mädchen, das ich verloren habe. Ja, ich bin soweit. Komm. Hoffentlich lässt du den Engel hier liegen. Dankeschön. Ich bin ein bisschen sauer. Komm her. Hä? Was willst du? Was willst du? Lass mich in Ruhe. Ich bin schlecht gelaunt. Ja, ich bin auch dafür. So. Gehen wir voraus. Und ja. Da kommt auf jeden Fall gleich der Big Daddy. Und den machen wir im nächsten Part platt. Also bis dahin würde ich sagen, machen wir hier eine Pause. Macht's bis zum nächsten Mal gut und haut rein.